sind das Wichtigste, um dass wir das schaffen. Das wollte er sagen. In dieser Höhle sind 5x3x3 Bubbles versteckt. Finde sie und gehe auf sie zu. Aber nur, wenn du 5x3 Bubbles siehst. Danach solltest du nach dem Ausgang Ausschau halten. Ich werde dort wie gewöhnlich auf dich warten. Lass es mir mal legen, wo könnten die sein? 5x3x Things. Also Bubbles. Ich überleg ganz genau. Das muss irgendwo komplett oben sich befinden. Oder? Ich guck hier. Nee, hier ist es nicht. Okay. Ja, hier. So, und jetzt das Ziel. Ich bin so doof. In dieser Höhle sind 5x3 Bubbles versteckt. Finde sie und geh auf sie zu. Aber nur wenn du 5x3 Bubbles. Wenn ich nur 5x. Danach solltest du nach dem Ausgang ausschauen. Ich werde dort wie gewöhnlich auf dich warten. Wenn ich das jetzt gemacht habe, muss ich erstmal gucken, wo der Ausgang ist. Und ich spring genau da rein, boah, ich bin so ein dummes Kind, echt. Finde sie und geh auf sie zu. Aber nur, wenn du 5x3 Bubbles siehst. Danach solltest du nach dem Ausgang schauen. Ich werde dort wie gewöhnlich auf dich warten. Ja, ja. Was du nicht sagst, wird auch getan. Das ist nämlich hier der Ausgang. Aber ich bin hier eh falsch. Von daher. Bubbles versteckt. Finde sie und geh auf sie zu. Aber nur, wenn du 5x3 Bubbles siehst. Danach solltest du nach dem Ausgang Ausschau halten. Ich werde dort wie gewöhnlich auf dich warten. Ja, hier. Dann haben wir es. Schon fertig. Hohoho, das ging ja schnell. Herzlichen Glückwunsch. Ja, somit haben wir es geschafft mit Addition, Multiplikation und Division. Dann machen wir als nächstes das Alphabet. Na, das wird lustig. Bin ich ja mal gespannt, ob ich das noch kann. Raymond, deine Reise wird... Ja, meine Reise wird sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Pflanze ein magisches Korn auf den Buchstaben, der als erster im Alphabet steht. Es ist A. Ach so, das ist ja leicht. Ach komm, das schaffe ich. F, V. Da ist das F vor dem V. C, S. Das ist C. K,
So, WMB ist es. Bei W kommt er ganz zum Ende im Alphabet vor. Na, X nicht, das ist das hier. G, U. Na, G. Du musst die Faust. Dankeschön. R, E. Das ist... E. Ganz klar E. Hätte ich jetzt R genommen, dann... wäre ich weg. So, B. Und dann haben wir's. Perfekt. Auch sehr easy, kann man nur sagen. Easy. Pflanze ein magisches Korn auf den Buchstaben, der als erster im Alphabet steht. Ja, klar, machen wir. Und hoch. Übrigens, zur Info, hier gibt's keinen Boss in diesem Spiel. Nein. Gab's nur im Originalteil. Mr. Dark. K, V, das ist K. K wie, Karlsruhe. Holen wir uns erstmal den Checkpoint. Und dann gehen wir aufs O. O wie... Oase. Ah, das kann ich gebrauchen. Ich will immer Leben haben. Ich bin lebengeil. Nein, bin ich nicht. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall das E. Das ist natürlich das M. Oh Gott, ey. Naja. D, Q. Wir nehmen das D. Y und L. Wir nehmen L. Das Y wäre nämlich eine Falle gewesen. G. S. G ist es. Auch geschafft. Ja, ohne Fehler. Wenn man gut in der Schule aufgepasst hat, dann ja, weiß man auch einige Dinge halt.
Ach, das geht auch noch herum? Pflanze ein magisches Korn auf den Buchstaben, der als erster im Alphabet steht. Da ist auf jeden Fall das N. Pass auf, das Wasser steigt an. G, C, R. Das ist das C. Und das ist das R. Nein, och, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Fuck. Pflanze ein magisches Korn auf den Buchstaben, der als erster im Alphabet steht. Jo, sicher, Chef. Wir nehmen das B. Ich brauche eine Übersicht, um was zu sehen. Das U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, G, X, Y, Z, O, E. So. Pass auf, Raymond, du hast nicht viel Zeit, um den Weg nach draußen zu finden. Das ist das K. T. So, auch geschafft. Ich hab nur so mal vor mich hingesponnen mit dem ABC-Aufsagen. Nur so. Pflanze ein magisches Korn unter das Wort, das als erstes im Wörterbuch steht. Pflanze ein magisches Korn unter das Wort, das als erstes im Wörterbuch steht. Aha. A wie Affe. Zug. Warte mal, ist das so gemein? Ich glaube, es ist Affe. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Sehr interessant, wie man das aufgebaut hat. Das ist in dem Falle Ball. Er ist jetzt nur Schule gewesen, wäre das falsch. Weil in dem Wort ist immer ein Doppelbuchstaben versteckt. Das ist der Trick. Fisch, Katze. Was ist es? Ich bin sogar der Meinung, es ist die Katze. Nein. Nee, der Fisch. Warum ist es denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn der Fisch, bitte? Pflanze ein magisches Korn unter das Wort, das als erstes im Wörterbuch steht. Ach, als erstes. Ja, das ist der Affe. Okay, also, was immer als erstes im Wörterbuch steht. Gut, habe ich jetzt auch verstanden? Nach zweimal? Ah, dass man auf sowas kommen will, finde ich ein bisschen komisch. Aber es ist gut gemacht. Das muss ich mal dazu noch sagen.
So, lass mich mal überlegen. Fisch, Katze. Wieso eigentlich der Fisch? Ja, okay. Dann machen wir es eben so. Ja, ich muss hier hin. Aha. Sehr, sehr einfallsreich. Elefant. Tasse. Das ist eh. Checkpoint. Was haben wir denn? Feder? Uhr. A, B, C, D, E, F, G. Also F. Zum Glück haben wir endlich eine Goldfaust. Roller, Dach.